Der zweite Trailer zu Logan ist da und neben dem, was wir bereits kannten und auch wirklich schon gut fanden, gab es dieses Mal noch ein sehr spezielles Spotlight für die bereits seit einiger Zeit bestätigte X-23. Erstmal das, was schon bekannt war. Die Konstellationen bleiben unverändert, egal ob zwischen Logan und Charles, Logan und Laura und auch was die Reavers grundsätzlich so treiben. Dazu wird auch hier wieder deutlich gemacht, dass wir einen Old Man Logan haben, der echte Schmerzen hat und Verletzungen ertragen muss. Ich meine, es ist zwar Pierce und damit ein Reaver, der ihn da umklatscht, aber zum einen ist es ungewohnt, Logan so zu sehen, zum anderen ist es aber auch dadurch erklärbar, dass er wohl am Anfang im Stile einer der relevanten Comic Runs versuchen wird, seine Clown zurückzuhalten und das Biest in sich zu unterdrücken. Im ersten Trailer, auch schon verbaut, war der Amoklauf des Wolverine, der aufgrund vom Setting und von den Klamotten her sicherlich noch immer was mit der Person zu tun hat, die er da im ersten Clip begraben musste. In diesem Trailer sollte die Waldszene aber noch entscheidend erweitert werden. Doch ansonsten hat dieser Clip in meinen Augen an der Chronologie rumgeschraubt. Hier wirkt es jetzt nicht mehr wie eine von Charles entdeckte Mutantin, die gerettet werden muss, sondern eher wie Laura, die ihrer Forschungseinrichtung entflohen ist und bei Logans Farm rauskommt. Man sieht sowas wie einen eigenartigen Erstkontakt zwischen Logan und Laura. In ein paar Szenen wirkt es nämlich fast so, als hätte er noch absolut keine Ahnung, wer sie ist bzw. was sie ist, was dann durch Charles wahrscheinlich eher geklärt wird. Ab da ist es dann gut möglich, dass sie in ihrer Farm zunächst einfach nur ein entlaufendes Mädchen aufnehmen. In dieser Chronologie kommen dann die Reavers zu ihm wegen dem Kind und scheinen hier einen Auftrag zu erfüllen. Also könnten die Reavers eher Söldner als die klassischen Mutantenjäger sein, vielleicht sind sie aber auch beides, das wird aus dem bisherigen Material noch nicht wirklich deutlich. Bevor wir weitergehen, muss ich an dieser Stelle noch eventuelle Spekulationen zerstören, die auch ich selbst kurz hatte. Der Mann, der neben Pierce da aus dem Helikopter steigt, ist keine fürchterlich umgesetzte Version von Nathaniel Essex. In der Tat hat Mangold sogar in einem Interview nun offiziell bestätigt, dass Mr. Sinister im Film nicht auftauchen wird. Logan sei in einem zu realen Setting und würde zu sehr nach menschlichen Aspekten streben, als dass ein Mr. Sinister ins Bild passen würde. Auf jeden Fall ändert sich dann alles mit der versuchten Festnahme des kleinen Mädchens. Laura Kinney stiehlt ab dem ersten Moment hier allen anderen die Show. Die Kleine lässt Vollgas die unkontrollierbare All New Wolverine raushängen und speziell im Red Band Trailer wird deutlich, dass sie da auch keinen Halt vor angemessenen Darstellungen machen. Pierce hat Angst, Halsschlagadern werden durchtrennt und Oberkörper aufgespießt. Die Kleine scheint dann Charles im Auto zu verteidigen, wo die Frage aufkommt, ob beim Farmbesuch mehr offenbart wurde als geplant in Sachen, welche Mutanten noch da sind. Wir haben ja aus dem ersten Trailer da noch den Clip, wo Logan selbst plötzlich seine Clown zieht. Von daher könnte dann diese Mutantenoffenbarung neues Futter für die Reavers darstellen. Dieser Chronologie folgend würde ich dann nun erwarten, dass die Reavers es irgendwie schaffen, Laura doch festzunehmen und wegzubringen. Dass aber danach dann eben Charles und Logan mit dem Roadtrip die Kleine wieder rausholen wollen. Ganz wichtig ist dann aber noch die Vervollständigung der Wolverine-Wald-Szene, wie anfangs schon erwähnt. Denn hier durften wir jetzt sehen, dass da nicht nur ein Wolverine aktiv ist, sondern auch Laura mitmischt. Und zwar wie? Da hat man direkt das Gefühl, dass man einen weiteren Film mit Jackman, aber auch mit der kleinen Daphne Keen möchte. Bei dieser wachsenden Beziehung zwischen den beiden gibt es eigentlich nur eine logische Konsequenz, die auch im Clip zu spüren war. Die kleine Laura wird in Logan eine Vaterfigur sehen. Vielleicht auch erst wirklich, als rauskommt, dass er die Grundlage für sie in Sachen Forschung war. Das gleiche erwarte ich übrigens auch für die Beziehung zwischen Logan und Charles, dass wir quasi so eine Doppel-Vater-Kind-Situation haben. Logan wird da aber dann sicherlich gemischte Gefühle haben, halt ganz normal, wie er nun eben bisher immer war. Durch dieses gemeinsame Abenteuer, dieses Zusammenwachsen, wird aber dann speziell noch der Fall interessant, wenn Logan verletzt wird oder er am Ende sterben sollte. Man sieht das auch hier wieder in der einen Szene wunderbar, wie die Kleine in einem emotionalen und schweren Moment den Kontakt zu ihm sucht. Und ich kann es kaum erwarten, da dann die Dialoge zu hören und die Gesichter in diesen Momenten zu erleben. Da schlummert rein filmtechnisch gesehen ein absolutes Monster. Also im positiven Sinne. Ich bin zu all dem
auch noch wirklich gespannt, ob sie den Mumm besitzen, ein dramatisch geniales Ende in der Form zu gestalten, dass Logan mit ansehen kann, wie Laura an einem sicheren Platz in einer guten Umgebung dann zu Hause sein kann und er danach die Augen schließt. Und Cut. Johnny Cash hört, Credits und dann mit der Credits-Szene die Zukunft von Laura noch kurz aufgreifen oder halt irgendeinen anderen geplanten Fox-Film. Hauptsache ein möglichst würdevoller Abschied von Hugh Jackman. Gut, aber der beste Weg wäre noch immer die Kopie vom Adamantium-Bart mit dem finalen Blick auf den Sonnenuntergang. Diskussionen wird die Szene mit den X-Men-Comics auslösen. Das ist ein wunderbarer Moment und wird das im Film auch nochmal sein, weil es großartig ist, dass sie auf eine gewisse Art und Weise das Originalmaterial nicht nur ins Drehbuch, sondern hier auch eben in den Film selbst eingearbeitet haben, und zwar mit Kontext. Aber an dieser Stelle sei gleich mal festgehalten, nach den Comics braucht er gar nicht suchen, denn die gibt es so nicht. Erneut Mangold hat nämlich in einem Interview klargestellt, dass diese Hefte speziell für diesen Film fabriziert wurden. Zwar waren es echte Marvel-Künstler, wie zum Beispiel Joe Quesada, die diese Hefte erschaffen haben, aber es ist kein Originalmaterial und der Grund ist das geilste an der ganzen Nummer. Achtung, es geht ums Copyright. Dass Fox Marvel nicht einfach so Marvel-Comic-Hefte verwenden kann, ist einfach nur genial und zeigt die Beziehung zwischen den einzelnen Firmen doch relativ gut. Aber mit diesen Comics lassen mich zwei Gedankengänge nicht mehr los und einer davon nervt mich wirklich. Was ist, wenn Fox uns auf diesem Weg das Wolverine-Kostüm gibt? Was, wenn die danach damit argumentieren, dass sich keiner beschweren muss, weil wir in Logan das klassische Kostüm sehen durften? In dem Fall hole ich mir Kinberg und Co. höchstpersönlich und nähe selbst für die komplette Fox-Führungsriege gelbe Lederanzüge. Aber Spaß beiseite, es wäre eine unschöne, heimtückische Art, die Fans da zufrieden zu stellen. Der andere Gedanke wird jetzt richtig Meta. Was, wenn uns die Trailer-Cutter, Mangold und Co. in diesem zweiten Trailer einen verwendeten Comic zeigen mit einem gelben, kostümierten Wolverine, um uns insgeheim schon mal wissen zu lassen, dass die Comics zwar nicht unbedingt genau sind, aber die Grundlage zumindest Wahrheitsgehalt besitzt. Dass eben in dieser Timeline von Logan Geschichten von Wolverine im Kostüm bekannt sind. Das heißt, es würde das von mir vor langem angesprochene Flashback-Potenzial steigen. Aber gleichzeitig gibt es eben dieses eher Fox-gerechte Verhalten mit den Comic-Panels. Von daher wird das noch sehr interessant und sicher heiß diskutiert werden. Einen wichtigen Punkt habe ich mir aber noch für den Schluss aufgehoben, und zwar Humor. Erst kürzlich gab es ja diese Gerüchte und darauf folgende Diskussionen rund um den glücklicherweise nicht stattfindenden Deadpool-Cameo. Meine Meinung war damals schon sehr deutlich. Auch wenn die Kombi Wolverine und Deadpool super ist und ich sowas gerne mal in Kinofassung erleben würde, ist Logan vom gesamten Ton her der absolut falsche Film, um sowas anzugehen. Doch rein von der Filmwahrnehmung der Zuschauer her müssen Mangold und Co. Elemente verbaut haben, die den Ton mal brechen können. Wie diese Familienszene es auch beispielsweise schön gezeigt hat. Bei Humor wird es allerdings schwieriger. Wenn man bei einer derartigen Thematik humorvolle Momente verbauen will, muss man das subtil und ein bisschen unterschwellig machen. Und diese Szene vom Anfang des Trailers ist dahingehend schon mal sehr vielversprechend. Die Art und Weise, wie unbeschwert Laura da drin die Sachen aufmacht, isst und trägt, der Kontakt mit dem Verkäufer, der bei einem 11-jährigen Kind angemessen reagiert, anstatt wie in Filmen gerne mal direkt zur Shotgun zu greifen, und natürlich auch die Art und Weise, wie sie ihn dann niederstreckt, haben zusammen genau das nötige Quäntchen Schmunzelfaktor, das noch passt. Wie Logan sie dann davon abhält und dann aber selbst bei den Zigarren reingreift und was mitgehen lässt. Oder die Schlussszene zwischen Charles und Logan, wo unser Professor scheinbar von der Belastung des Roadtrips getrieben einen sehr Logan-artigen Sprachgebrauch wählt. Das ist genau das richtige Maß an Humor, den der Film anstreben sollte. Bei sowas wird es auch noch wichtig sein, dass es kurzweilige Nummern sind, weil eben die humoristische Seite nicht dominant werden sollte. Bei jedem anderen Film gerne, nicht bei einem letzten Rated R Wolverine Film. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat, und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.